Willkommen zurück bei Borderlands 3 und Moxies heißt auf den Handsome Jackpot. Ich nenne das jetzt einfach so. Heist sollte ja eben ein Begriff sein. Gibt es auch coole Filme, zum Beispiel den Film The Heist. Klingt komisch, ist aber so. Wir sind immer noch am Müllbeutel sammeln, also. Seht euch meine Abschussquote an! Das wollt ihr nicht. So, wir haben es so komplett verrafft haben. Na, wir brauchen nur noch 3 Stück. Ich dachte, die sind nur in Müllkübeln drin. Was die sagen. Ah, hier. Aha. 2 beschissene Müllbeutel noch. Erstmal ein bisschen looten. Jetzt hätten wir die 3 Millionen wieder voll, aber ich will jetzt nicht zu Tentuary, das sind wie alle Gegner wieder hier. Habe ich denn da hinten gesehen? Natürlich. Hat der keinen Beutel rausgehauen? Oh, VIP-Eingang. Ah, scheiß drauf. 100.000, jetzt ist schon 6-stellig. Für grün, Alter, echt jetzt? Das können die nicht ernst meinen. Wenn wir schon teuer bezahlt haben, müssen wir es auch mitnehmen. Goldmulde. Einer noch. Auf der Suche nach dem Müll, auch sehr geil. Ah. Ich finde das also schön, wenn man schon von Weitem sieht, oh, da leuchtet was grün. Da kann ich looten gehen. Wo haben wir den gerade eingesammelt? Aber man kriegt hier echt viel Geld. Wir haben schon wieder 100.000 eingesammelt. Das ist der Hammer. Wir waren. Oh. Warum sind die alle wieder da jetzt? Na, machen wir kurz einen Prozess. Was ist das denn? Alter! Komm und hol's dir! Ah, renn weg, du!
Das war so knapp. Warum sind die ganzen Gegner jetzt schon wieder da? Und so schnell ist man von den 3 Millionen wieder 320.000 los. Hyperion empfängt dich mit offenen Armen. Ah, vor allen Dingen sind wir jetzt hier. Auch nicht schlecht. Das ist schon doof, aber. Wir haben ja genug zu verkaufen. Na ju. Aber ein Geldmangel sein ja nicht wirklich. Wenn sogar grün schon 23.000 sind. Wie gesagt, ich skimme mich wahrscheinlich dann eh nochmal um. Oh, Wächtermarke. Marke einlösen. Schild Ladegeschwindigkeit. Ja, schön. Wir sind bei 311.000. Ist so lächerlich. Verrecke. Ja, das wollte ich nicht, aber ist egal. Hey du. Kann nicht klettern. Komisch. Und ich wollte von uns einfach nur zu der Kackkiste hier hoch. Was ja gar nicht so einfach ist. Oh. Und dann wieder vier Grün. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend, aber ab runter. Hauptsache, ich muss den ja alle einzeln hinlegen. Verwandeln wir den Müllaufen zu etwas Wunderschönem. Na komm, Emma. Salut, Kammerjäger. Hallo. Bitte, übernimm du das. Ah, die muss ich aufladen, ja. Moment. Trotzdem wäre etwas mehr Feuer gut gewesen. Ich glaube, wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Notfallmüllentsorgung erforderlich. Wer ist für dieses Chaos verantwortlich? Jo. Völlig inakzeptabel. Dieses Sauberkeitsverbrechen muss gesühnt werden. Kammerjäger, lass unsere Flammen als Einheit brennen. Alter, das schluckt ganz schön. Da gibt's ja hoffentlich auch gut Punkte. Naja. Nimm die Schlüssel. Oh Mann, ich beneide dich echt. Trash-Urlaube sind doch die besten, habe ich recht, Leute? An Tagen wie diesen kann ich den Vorteil darin sehen, dass ich mein Gesicht nicht zeigen kann. Zeit, sich den Fakten zu stellen. Wenn wir das Casino wollen, müssen wir Pretty Boy ausschalten. Zweise. Erwischt und abserviert. So. Los, her damit.
Aber durch unser Schild wird halt unsere auch nicht voll. Jetzt muss ich oben mal gucken. Ich weiß schon, wo ich das gucke. Granatenschaden wird um 25% erhöht. Alle Gegner hinterlassen Granatenmunition, wenn sie sterben. Achtung, manchmal hinterlassen sie Schaden. Ah, gut. Auseinander, Gegnerschaden und Feuerrat sind 30% erhöht, während man sich in der Nähe weiterer Feinde befindet. Gegner können mit Strahlung in... Das kennen wir ja. Was heißt der Neuwurf? Ist ja egal, was das heißt. Ausgezeichnet. Die Müllrutsche ist offen. Bon voyage, Kammerjäger. Aber jetzt mal ehrlich, Leute. Wie komme ich da runter? Dahinter müssen wir... Moment, Leute, ich zeig's euch nochmal. Hier müssen wir doch wahrscheinlich dann später eh hin, oder? Wir gehen jetzt erst hier rein. In die Müllpresse. Der Kompaktor, naja, wird halt alles zusammengedrückt. Klingt scheiße gefährlich, ehrlich gesagt. Kein Problem, ich repariere sie und programmiere sie um. Aber was hast du dir dabei gedacht? Ich weiß, sie wollten mich töten und so, aber dazu sind sie ja auch gemacht. Man kann es ihnen nicht verübeln. Was hast du hier überhaupt zu suchen? Alter, gehen wir mal nicht auf den Sack. Christus, ich will ganz ehrlich sein. Ich habe hier eine gute Sache laufen. Ich kann fast das ganze Casino von diesem Turm aus betreiben, aber ich komme nicht raus. Es ist ein Palast, aber eben auch ein Gefängnis. Jack wählt mich bei sich, weil meine hässliche Visage ihn zum Lachen brachte. Wer ist dieser schöne Junge, meinte er. Ich war sein beschissener Hofnarr. Ich war also im Turm, als es zur Abriegelung kam und steckte fest. Irgendwann fand ich raus, wie man Sachen steuert und die Loader lenkt, wie das Licht angeht. Ich hab das scheiß Casino gerettet und werde es aufräumen. Jack hat mir hier oben die Schlüssel zum Königreich gelassen. Nun alle, bis auf einen. Wenn ich also je aus dem Turm kommen und wirklich über diesen Ort herrschen will, brauche ich Timothys magische Hand. Die werde ich kriegen, wie auch immer. Mann. Ohne Korrosionsschaden hat man halt eigentlich gar keine Chance. Oh. Was? War das schon alles? Ja, die ist nicht gerade wenig. Die ist wirklich gut. Gott, Feuerstoß. Der hat eine Granate fallen lassen. Das muss ich direkt vergleichen. Das hat auch Korrosion. 1400, wie viel haben wir jetzt? Korrosion. Und das Maschinenpistolchen, was wir jetzt haben. Wir probieren das mal hiermit. Was super funktioniert hat, wie man sieht. Korrosion. Feuerrate ist das halt 15. Und die MP.
7. Eigentlich wie die andere, oder? Haben wir für Herausforderungen auf dieser Karte? Meine Fresse, die ist ja riesig. Er kann ruhig sterben, der Typ. Die andere hat ein größeres Magazin, kann das sein? Magazingröße 29. 26, man merkt es aber. Feuerrate. Oh, ist die gefühlt, ist die schwächer. Die nehmen wir ja nur nicht. Dann nehmen wir mal eine andere Korrosionswaffe. Die hat 1400 Schaden. Ist das die, die wir schon immer hatten? Nein. Doch. Oh, ihr werdet sterben. Okay, machen wir's so. Maschine gegen Maschine. So, da hat ein Kyron-Brand. Bringt mir halt nicht ganz so viel. Macht es wie Kling? Nein. Also grün. Können wir verticken. Ich weiß nicht, ob er was fallen hat lassen. Sieht nicht so aus. Wir müssen ein bisschen rumprobieren. Wir können nicht immer dieselben Waffen nehmen. Kann man schon, aber... Gottes Willen. Ach nein. Da ist er auch schon zurück. Verpiss dich. Es kann losgehen. Nehmen wir die andere Waffe, ob sich das... Du sagst auch, wir kommen, Scheiße! Du hast aber nur ein paar. Ja, jetzt kann ich dir wenigstens noch. Äußerst effektiv gegen Schilde ist halt ein... Wir nehmen es mal mit. Jetzt brauchen wir eigentlich gerade nicht so viel Gegenschilde.
Hallo. Okay. Was schluckt denn der Typ? Der Gina weiter, Roboter. Das schluckt alles. Ah, ich werde mal was probieren. Ich werde die Geliebte. Habe ich die andere verkauft, die Vollidiot? Ah, ich bin schlau. Ich habe meine Korrosionsschaden-Granatmod weggeschmissen. Also verkauft, in dem Fall, ja. Das war wohl nicht so smart. Hm. Oh Gott. Wir müssen mal kurz warten. Hier ist Doc. Es hat uns ein paar Bombenspürpraktikanten gekostet. Aber wir haben noch eine Flasche der Bombensoße in der Nähe gefunden. Du kennst das ja schon. Jagd das Scheißding auf! Wieso lädt sich mein Schild nicht komplett auf? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Ah ja. Ah ja, kannst du jetzt nämlich auch. Wurde auch Zeit. Jetzt sind wir gleich wieder so weit wie voll. Ja, so weit wie es geht halt. Man soll wahrscheinlich von oben hinkommen. Oder auch, wir werden sehen. Willkommen in Trashland. Wir sind eine Gesellschaft frei von Materialismus und Gier und lehnen das Leben des bösen Casinos oben ab. Wenn du in unsere schöne Stadt kommen willst, musst du erst den Schlüssel zur Glückseligkeit dort auf den Boden legen. Hä? Was ist denn der Schlüssel der Glückselig? Okay. Es gibt nichts Materielles, was wahre Glückseligkeit bringen kann. Der hätte auf uns geschossen, oder? Ah, wie man sieht, ist das davor. Ist das krank. Mach die Tür auf. Willkommen in Trashlantis. Okay. Hier suchen wir Zuflucht im Abfall. Ja, wir leben ein einfaches Leben im Unrat einer Welt, die auf Gier gebaut wurde. Riechst du das? Das ist der Geruch von menschlicher Kameradschaft. Was bringt dich zu unserem kleinen Fleckchen Utopia? Wir schalten Pretty Boy aus und unsere Crew braucht deine Hilfe. Es geht um einen Anzug. Ah, ich verstehe. Ich hatte geschworen, nie in die böse Welt da oben zurückzukehren. Doch Trashlantis ist in Gefahr. Hilf mir, diese Stadt zu retten, dann werde ich mich dir anschließen. Alles, was die Presse zurückhält, ist ein Stück Eisen. Der Träger. Unsere Rettung. Er muss verstärkt werden, sonst sterben wir und unsere Träume mit uns. Wenn du deinen Anzug willst, hilf uns, Trashlantis zu retten. Kriegen wir hin.
Ich bin dabei. Für Trash Lantis. Dann willkommen. Also, dieser Konstruktor kann den Träger verstärken. Aber er muss repariert werden. Du musst einen kompatiblen KI-Chip und ein neues Konstruktorauge finden. Freddy hat zugehört und Freddy kann helfen. Wenn du eine Nachrüstung bei einem Konstruktor installieren willst, brauchst du eine Menge Energie. Hau ein paar Loader kaputt und schnapp ihre Energiezellen. Du brauchst einen ganzen Haufen. Die wilden Bots vom Abfallgrad müssten einen Hyperion KI-Chip haben. Besorg ihn für Trash Lantis. Aber sei vorsichtig, Kammerjäger. Wir haben schon viele Trashlantianer im Abfallgrad verloren. Ist ja echt riesig hier. So, ich würde trotzdem sagen, wir machen erstmal. Wir misten erstmal wieder aus. Das haben wir das ja hier. Und außerdem gibt es ja eh erst eine Nebenmission unten. Gibt es natürlich wieder nichts mit Korrosion hier. Aber wir nutzen die Gunst der Stunde und reisen schnell zu Sanctuary und um unseren Inventarplatz zu kümmern. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wir müssten ja wieder genug Geld haben eigentlich. Habe ich das jetzt alles verkauft? Yep. Aber was ich noch hier einlagern wollte, wir werden das kurz mal anlegen. Damit man es mal gesehen hat. So, das ist. Ah, bringt ja auch Geld. Einmal noch. Bitte. Ah, wir sind. Das ist so krank. Können wir das nämlich schon mal. Oh Gott. Bank. So. Die nutzen wir ja quasi gar nicht mehr. Was? Oh, ich war ja im Rucksack. Natürlich nutzen wir die gar nicht mehr. Ja, wir müssen das Zeug erst verkaufen. Das ist halt so voll, der Rucksack. Können wir das auch gleich kaufen? Kammerjäger. Das ist eines der besten Nestings. Ja, ja, ja. Was? Oh, die schauen wir uns dann an. Ich will erstmal Sachen loswerden. So. Kauf dir was Schönes davon. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. So. Oh, wir brauchen 2 Millionen dafür. Aber wir nehmen jetzt trotzdem die legendäre Waffe hier auf. Okay, ein bisschen aufräumen. So. Rucksack. Die geht weg. Die geht weg. Die geht weg. Oh, die ist sehr geil für Chaos Level 1. Die geht weg. Gott, haben wir 4 Sachen. Fabrikator geht definitiv weg. Haben wir eigentlich auch nie benutzt. Weg.
Weg. Ich kann halt, das ist so ein Problem von mir. Ich kann keine legendären Sachen verkaufen mehr. Wohl eine von denen können wir ja verkaufen. Die sind beide gleich, aber schadenmäßig ist die ja bei weitem höher. Da können wir die verkaufen, würde ich sagen. Schrott. Die tun wir auch weg. Ja. Ja, da hätten wir ja alles halbwegs. Jetzt gehen wir halt wirklich eine legendäre Waffe verkaufen, Leute. Den müssen wir uns bewusst sein. Hier wird sich nicht umgeschaut. Hier wird so, Leute, ich würde sagen, es ist an der Zeit für eine kleine Pause. Ich würde sagen, wir machen dann... Ach, nee. Wir machen dann an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen.